Obwohl der Dengdorf SC heute ein direktes Duell beim 7. EHC Klostersee hat, hat man es trotzdem nicht in der eigenen Hand. Wir brauchen zweimal Sieg und Klostersee muss zweimal verloren. Genauso ist es. Angesichts von 4 Punkten Rückstand auf Platz 7 muss der DSC nicht nur heute das direkte Duell nach 60 Minuten gewinnen, sondern dann am Sonntag auch noch auf einen Ausrutscher der Grafinger in Peiting hoffen und selbst parallel zu Hause die Blue Devils Weiden schlagen. Obwohl die Oberpfälzer definitiv als Tabellenletzter in die Playdowns gehen, zeigte der Punktgewinn zuletzt in Freiburg, dass man sie nicht unterschätzen darf. Das heißt, auch unser letztes Spiel wird nicht einfaches Spiel. Müssen wir voll Einsatz geben, voll Gas. Und darum müssen wir mit einem Auge schauen, wie spielt Klostersee in Peiting. Aber erster Schritt ist in Klostersee gewinnen natürlich. Und das wird schwer, aber alles ist möglich. Die Dengdorfer haben sich ja zur Unzeit eine schöpferische Pause gegönnt, verloren die letzten 5 Spiele am Stück. Doch der Punktgewinn zuletzt in Bad Tölz, der zumindest den sicheren Playoff-Einzug bedeutete, soll Auftrieb geben. Wie habe ich schon gesagt, im letzten Spiel Bad Tölz hat die Mannschaft ganz gut gespielt oder sehr gut gespielt. Und ich hoffe, dass wir sind wieder in die richtigen Wege. Die Taktik aus diesem Spiel soll nun auch in Grafing zum Erfolg führen. Wie haben wir in Bad Tölz gespielt? Ein bisschen von hinten, weil, kann man sehen, wenn wir spielen nach vorne, machen Druck, dann haben wir ganz freie Räume hinten und Gegner nutzt das für Gegentore. Hängt wohl auch mit der Verletzung von Fatika selbst zusammen. Seit der Routinier mit einer Fußverletzung ausfällt, klappt's nicht mehr so richtig beim DSC. Das ist ein Mannschaftssport, das vielleicht ist das so, vielleicht ist das Gleiche auch mit, aber ja, in alle Fälle, wir haben in letzter Zeit nicht gut gespielt, war auch andere krank oder verletzt. Und ja, ist das sehr schwer von Tribüne schauen und kannst du nicht helfen, so Jungs. Anders als zuletzt Trainer Jirschi Otopalik macht der erfahrene Verteidiger den Fans aber ein bisschen Hoffnung, dass er vielleicht doch noch mal aufläuft in dieser Saison. Diese Wochenende hundertprozentig noch nicht, weil ist noch immer Entzündung und Eiter drin. Nicht so viel wie eine Woche zurück, aber noch immer habe ich noch nächste Antibiotikum bekommen. Aber geht es besser und ich hoffe, dass bei nächster Kontrolle Mittwoch kriege ich eine grüne Karte von Arzt. Die rote Karte, zumindest für das heutige Spiel, sah zuletzt Martin Rehthaler, der sich in Bad Tölz eine Spieldauerstrafe einhandelte. Neben Fatika eine zweite eklatante Schwächung für die DSC-Defensive. Trotzdem ist der Slowake optimistisch und glaubt, dass der Punktgewinn bei den Löwen der Turnaround war. Das letzte Spiel in Bad Tölz war schon besser. Und ich hoffe, dass diese Wochenende machen wir nächste gute Schritte und holen wir die Punkte wieder. Und mit Glück können wir noch 7. sein. Und ich glaube, dass können wir das schaffen. Aber ja, müssen wir ohne Fehler hinten spielen. Wie es ausgeht und auf wen der DSC dann letztendlich in den Playoffs trifft, erfahren Sie dann natürlich am Montag hier in unserer Sportsendung.